Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Den Ruf der Fridays for Future Bewegung, den werden wir morgen wohl in ganz Deutschland hören. Denn der morgige Freitag ist ein besonderer. Die Bundesregierung will nämlich erklären, wie die Klimaziele für 2050 eingehalten werden sollen. Und dann am Montag will Bundeskanzlerin Merkel die Ergebnisse auf dem UN-Klimagipfel in New York präsentieren. Ob CO2-Steuer oder Emissionshandel, weniger Fleisch oder teureres Fliegen, umsonst wird es den Klimaschutz nicht geben können. Streit ums Klima. Was kommt auf die Bürger zu? Unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf hier meine Gäste vorstellen. Franziska Wessel ist bei uns. Sie ist 15 Jahre alt, Schülerin und Aktivistin der Fridays for Future Bewegung und hat ziemlichen Stress mit der Organisation der Demo von morgen. Diana Kinnert begrüße ich ganz herzlich, CDU-Mitglied und berät auch ihre Partei, ist aber auch selbstständige Unternehmerin, hat unter anderem den Newscreen.net gegründet und dort findet man ja jede Menge Informationen über Innovation und Technologie zum Thema Nachhaltigkeit. Bärbel Höhn begrüße ich ganz herzlich von Bündnis 90 Die Grünen, von 1990 bis 2017 sehr aktiv in der Landes- und Bundespolitik. Sie waren Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen, hier im Bund Vorsitzende des Umweltausschusses. Jetzt schauen Sie nach Afrika. Sie arbeiten als Energiebeauftragte für Afrika und auch den Klimawandel für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und Professor Clemens Fuß ist bei uns, damit wir die Sicht der Wirtschaft nicht vergessen, Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Bevor wir hier aber miteinander diskutieren, wollen wir natürlich schauen, wie die Große Koalition jetzt im Moment zur Stunde über das große Thema Klimaschutz diskutiert. Denn morgen tagt ja das Klimakabinett und sollen die Pläne, zumindest schon mal erste Pläne, bekannt gegeben werden. Alexander Kähler, Sie ist heute eben nicht hier im Studio, sondern steht vom Kanzleramt. Alexander, welche Themen sind denn besonders strittig noch? Das ist natürlich die CO2-Steuer, über die wird ja schon seit einigen Tagen gerungen. Die Frage ist das eine Steuer? Der Begriff ist ja außerordentlich unbeliebt. Oder ist es ein Emissionshandel? Das klingt etwas weniger bedrohlich für den Bürger, hat aber den Nachteil, dass es offensichtlich ja sehr bürokratisch angelegt ist und möglicherweise erst in 4 bis 5 Jahren wirksam wird. Jetzt braucht man aber sofort Ergebnisse, denn die Emissionen, sie sollen ja sinken bis 2030 auf den Stand verglichen mit 1990, 55% weniger als 1990. Das ist natürlich das, was im Moment besonders umstritten diskutiert wird. Es gibt noch einige andere Punkte. Es ist ja jetzt seit heute Nachmittag hier in Berlin im Rundlauf, wenn man so will, dass die Luftverkehrsabgabe angehoben wird, dass es möglicherweise ein Verbot von Öl- und Gasheizungen gibt. Und dass es vor allen Dingen eine Quote für Elektroautos geben soll, und zwar eine Quote bei Neuzulassungen. Wann das allerdings passiert, wie hoch die Quote ist und ob dann nur reine Elektroautos oder auch sogenannte Plug-in-Hybridfahrzeuge, also Fahrzeuge, die sowohl mit Verbrennungs- wie auch mit Elektromotor laufen, beinhaltet sind, das weiß man noch nicht. Da ist vieles noch im Schwange und wie gesagt, es wird noch kontrovers diskutiert. Sicherlich noch lange diskutiert. Ist denn der Punkt, dass man die Bürger mitnehmen muss, dass man sie überzeugen muss, ist das ein Punkt, der besonders wichtig ist, auch dieses Stichwort Sozialverträglichkeit? Ja, das ist ja die Diskussion, die in den letzten Wochen stattgefunden hat. Es geht allerdings nicht nach dem Prinzip, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Eine Klimaschutzpaket zum Nulltarif, das wird es nicht geben, obwohl manche Politiker ja diesen Eindruck erweckt haben. Man hat natürlich Angst davor, dass der Bürger Klimaschutzmaßnahmen, die viel kosten oder die etwas kosten, der Politik dann übel nimmt. Natürlich muss man den Bürger mitnehmen, aber man muss ihn überzeugen, dass es notwendig ist, tatsächlich entweder Verzicht zu üben oder jedenfalls für den Klimaschutz mehr Geld auch in die Hand zu nehmen. Das wird eine wichtige Aufgabe von Politik. Da kann man sich nicht mehr verstecken und sagen, hoffentlich geht das Gewitter hier an den Politikern vorbei. Im Gegenteil, man muss jetzt klaren, reinen Wein einschenken. Das wird möglicherweise morgen früh auch so der Fall sein. Jedenfalls muss man den Bürgern sagen, wo es lang geht. Und heute hat ja jemand gesagt, ein Klimaschutzpaket, das nicht wehtut, das ist keines. Denn dann schafft man den Abbau und die Senkung der Klimaschutzemissionen bis 2030 oder bis 2050, wie man sich das vorgenommen hat, eben nicht. Also vielen Dank, Alexander. Wir sind gespannt. Das wird noch eine lange Nachtsitzung. Und wenn es entscheidende Punkte, Ergebnisse gibt, dann würden wir uns natürlich noch mal bei dir melden. Gutes Gelingen dort noch und wenig frieren. Frau Höhn, geht es bei dieser Diskussion, die jetzt ist, also wenn wir sagen, man muss es muss wehtun, ist das
Ist das das Entscheidende, dass die Bürger verstehen, ja, irgendwo wird es wehtun, irgendwie wird es was kosten und wir müssen uns eigentlich alle ändern? Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir das wirklich als eine gemeinsame Aufgabe sehen. Weil das ist eine Aufgabe, die uns jetzt die nächsten Jahrzehnte begleiten wird, die enorme Veränderungen bringen wird. Denn das, was wir machen müssen, ist ja, dass wir die gesamte Wirtschaft CO2 freistellen müssen. Das heißt, wir müssen den ganzen Verkehr, wir müssen den Baubereich, wir müssen die Energieproduktion, die müssen wir CO2 frei hinbekommen. Und das in kürzester Zeit. Und wenn man sich angeschaut hat, was das für eine Auseinandersetzung war, wie lange das gedauert hat, als es um die Braunkohletagebau-Arbeitsplätze ging, dann ist die Aufgabe, die vor uns liegt, eine vollkommene Veränderung der Automobilindustrie zum Beispiel, eine enorm große. Und ich glaube, das müssen wir eigentlich auch den Leuten sagen. Also das, was ich immer so den Eindruck habe, auch in den letzten 12 Jahren, in denen ich im Bundestag war, dass man das versucht hat, wegzudrücken, zu sagen, das ist alles gar nicht schlimm und besorgt euch nicht. Aber damit werden wir ja das Problem nicht lösen, sondern je länger wir warten, desto teurer wird die Rettung des Klimas, sag ich mal, und desto weniger Zeit haben wir, es sozialverträglich zu machen. Und deshalb brauchen wir diese Zeit und sollen auch relativ schnell anfangen, CO2 wirklich zu reduzieren. Franzi, ihr organisiert diese große Demo, die soll morgen bundesweit stattfinden. Und ihr sagt auch immer von eurer Fridays for Future Bewegung, es geht alles zu langsam. Jetzt passiert doch aber eine ganze Menge. Ist das nicht was sehr Gutes? Das, was so ein bisschen unser Punkt ist, ist, dass wir da nicht freiwillig stehen. Ich würde lieber jeden Freitag irgendwie in die Schule gehen, anstatt da jeden Freitag zu stehen, zu demonstrieren. Allerdings bleibt uns nichts anderes übrig. Dadurch, dass es so langsam geht und dadurch, dass eben nicht die konkret richtigen Ziele getroffen werden. Die Regierung berät sich jetzt über ein Klimaschutzgesetz, über Klimaschutzmaßnahmen, über 55% Emissionsreduzierung. Das ist absolut nicht Paris-konform und das ist absolut nicht konform dem, wie wir unsere Erde retten sollen. Und ich glaube, inzwischen haben die meisten verstanden oder alle, wie schlimm diese Krise wirklich ist, dass wir momentan ungebremst auf diese 4-5 Grad zusteuern. Und dann möchte ich nicht mehr erleben persönlich, was auf dieser Erde abgeht. Und diese 55% Emissionsreduzierung sind nicht Paris-konform und dadurch halten wir das 1,5 Grad-Ziel nicht ein. Und das ist ein Fakt. Also es müsste noch viel mehr sein und noch viel schneller, das sagt ihr? Ja, auf jeden Fall, weil wir haben keine Zeit mehr. Was denkst du, was es für jeden persönlich bedeuten würde? Ich glaube auf jeden Fall, dass es für jeden irgendwie persönlichen Verzicht bedeutet. Allerdings brauchen wir dann auch solche Sachen wie irgendwie Endung der Subventionen für fossile Energieträger und so weiter. Da kann die Politik sehr, sehr stark gegensteuern und das ist genau ihr Job. Herr Fust, wenn Sie das hören, die Bewegung sagt, das geht nicht schnell genug. Die Politik muss aber natürlich um jedes Detail natürlich kämpfen. Sagen Sie, man könnte mehr Tempo machen und das wäre dann auch im Sinne der Wirtschaft? Man kann bestimmt mehr Tempo machen, aber man muss sich zunächst mal vielleicht darauf einigen, dass man die Verpflichtungen, die da sind, einhält. Ich glaube, es ist nicht so schwierig, sich auf Mengenreduktionen zu einigen. Ist das dann genug? Sind 1,5 Grad, 2 Grad genug? Darüber kann man diskutieren, aber man muss sich zunächst mal auf ein Ziel einigen. Und dann geht es um die Frage, wie kommen wir dahin zu möglichst geringen Kosten? Das Ziel müssen wir uns einhalten, da sind wir uns alle einig. Die Frage ist, wie kommen wir dahin mit möglichst geringen Kosten? Wenn wir das nicht kosteneffizient machen, wird das Ganze die Unterstützung verlieren. Das ist genauso wichtig, wie das Ziel setzen ist, zuzusehen, dass diese Ziele effizient erreicht werden, ohne dass die Menschen in Panik geraten. Und ich glaube, man darf es auch nicht übertreiben. Ja, es gibt Belastungen, aber es gibt auch viele Chancen. Es gibt viele neue Arbeitsplätze, die entstehen werden. Also ist eine große Herausforderung. Es entstehen aber auch neue Chancen. Und ich glaube, wie Sie sagen, Frau Höhn, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der muss man sich stellen. Und da muss man die Leute mitnehmen, auch schon deshalb, weil wenn wir nicht die Leute mitnehmen, dann beschließen wir jetzt irgendwas und die nächste Regierung ändert es wieder. Und das bedeutet, die Leute stellen sich gar nicht darauf ein, glauben gar nicht daran. Deshalb ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich einigt. Ich muss sagen, ich halte es auch für wichtiger als Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, einverstanden, ist auch wichtig, aber dass man was Verlässliches und Solides macht, das dann bitte auch eingehalten wird. Das ist, glaube ich, entscheidend. Kinnert, ist das der Gegensatz, Geschwindigkeit, Verlässlichkeit? Also haben wir eigentlich die Möglichkeit, da noch zu wählen?
Ich glaube schon, dass wir in einer Radikalität vorgehen müssen, die den Umbau unserer Industriegesellschaft verlangt. Wir brauchen eine grüne Industriewende, die konform ist eigentlich mit ordnungspolitischen Maßnahmen, bei denen wir jahrzehntelang oder im kompletten letzten Jahrhundert eigentlich gesagt haben, Umweltkosten externalisieren wir im Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und das, fand ich, ist ein Kardinalsfehler ordnungspolitisch gewesen. Das muss man jetzt korrigieren. Und dann glaube ich aber, dass eigentlich die Wirksamkeit eben der Maßnahmen und das Einhalten der Menge das Entscheidende ist und eben nicht, und dass das Ziel ist und nicht das Ziel ist, wie stark wer getroffen wird. Man muss dann eben auf eine soziale Verträglichkeit gucken. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, dass gerade die Sektoren Verkehr und Gebäude besonders betroffen sind, dann ist bei Preiserhöhungen in den Segmenten vor allem sind dort Familien betroffen, die der sozialen unteren Schicht angehören. Und das muss man über intelligente Maßnahmen am Ende des Tages wieder ausgleichen. Was ist denn die wichtigste Maßnahme? Was ist jetzt im Grunde, was ist das Allerwichtigste in diesem? Also das Allerwichtigste ist, dass wir sehr schnell auch in diese Maßnahmen reinkommen. Und zwar, also wir lassen uns das noch mal einmal kurz rekapitulieren, was das heißt. Wenn wir das Ziel, nicht eine stärkere Erwärmung als 1,5 Grad erreichen wollen und die ganze Welt macht so weiter wie bisher, haben wir das in 9 Jahren erreicht. In 9 Jahren. So, und das CO2, was da oben in der Atmosphäre ist, das braucht mehr als 100 Jahre, um abgebaut zu werden. Das heißt, das werden wir alle, selbst die jüngsten Schüler, nicht mehr erleben. So, und das bedeutet andersrum, dass wir auch nicht sagen können, ja, wir machen jetzt irgendwie bis 2029 weiter und dann machen, also so wie bisher, und dann machen wir so einen Cut, sondern wir müssen jetzt anfangen, uns eigentlich Zeit zu erkaufen, indem wir jetzt CO2 reduzieren, dann haben wir eine längere Zeit, ja, die wir eigentlich so wie jemand, der ein Budget hat für einen Monat und wenn er am Anfang ganz viel ausgibt, hat er am Ende nichts mehr. So, und wenn wir am Anfang eben ehrgeizig sind, dann haben wir am Ende mehr Zeit. So, und was sind die wichtigsten Maßnahmen? Man muss überall ran und man muss vor allen Dingen ein Gesamtkonzept haben. Also das, was bisher auch falsch gelaufen ist, dass wir uns sehr konzentriert haben auf den Strombereich und auf erneuerbare Energien und dass wir die Verbindung mit Verkehr, mit Wärme nicht ausreichend nach vorne getrieben haben. Und das muss passieren. Das heißt, wir müssen den gesamten Verkehrsbereich umbauen. Und das betrifft in Deutschland natürlich irgendwie den Markenkern der Industrie. Und ich will noch mal eins sagen, also ich sehe das nicht so, dass wirklich immer die Familien mit Kindern betroffen sind oder die mit geringem Einkommen, weil das kann man schon auch richtig gestalten. Also wenn wir wirklich hingehen und sagen, wir geben CO2 einen Preis, ja, aber wir geben dieses Geld eben auch zurück an die Leute, dann haben gerade diejenigen mit niedrigen Einkommen eher einen Vorteil davon. Wenn wir hingehen, dass wir zum Beispiel sagen, wir richten auch Investitionsfonds ein und wir schaffen gerade da, wo in den Kommunen noch irgendwie Einfachverglasung ist, ja, da schaffen wir eine Wende, dann treffen wir gerade die Familien, die eben in schlecht isolierten Wohnungen wohnen. Das sind meistens diejenigen, die niedrigere Einkommen haben. Also man kann das auch gerade in diesem Sinne sehr sozialverträglich auch versuchen zu gestalten. Genau dafür plädiere ich ja, dass man ein intelligentes System schafft, bei dem die Menschen, die überproportional getroffen sind, dann auch einen Ausgleich erfahren. In der Schweiz gibt es ja das Verbraucherprinzip, dass drei Viertel quasi an die Verbraucher zurückgezahlt werden und vor allem die überproportional getroffen sind. Mir ist der ländliche Raum vor allem wichtig, gerade wenn es um das Thema Verkehr geht. Da ist die Infrastruktur eben nicht so ausgebaut, dass man da irgendwie leichte Alternativen finden kann. Und da muss man eben gerade im Verkehrsbereich die alternativen Ausweichmöglichkeiten auch schaffen. Wie schafft man denn, also wie kriegt man es am besten umgesetzt, Herr Fuß? Wo reagieren Bürger am besten? Durch Verbote oder durch Anreize? Wie kriegt man sie, wie kann man sie erziehen zu einem anderen Lebensstil, wenn man das will? Ja, ich glaube, erziehen ist der falsche Ansatz. Also es geht nicht ums Erziehen. Wir leben in einer freien Gesellschaft, aber wir brauchen ein Gesamtkonzept. Aber man will doch eine Änderung. Richtig, das wollen wir in allen möglichen Bereichen. Und wir wollen ein Gesamtkonzept haben. Und da müssen wir uns auf die CO2-Menge konzentrieren. Also das CO2 braucht einen Preis. Und die Frage ist jetzt, wie setzen wir das um? Meines Erachtens ist es am besten, das umzusetzen langfristig mit einem Zertifikatesystem. Das braucht aber sowieso einen Mindestpreis und Höchstpreis. Also die Unterschiede zwischen Steuer versus Zertifikate sind gar nicht so groß, wie die Leute sagen. Man muss es umsetzen und innerhalb dieses Rahmens
darf man aber nicht die Freiheit abschaffen. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir an allen sozusagen, dass ein Sammelsurium, eine Flut an Maßnahmen notwendig ist, sondern wir müssen sehr überlegt ein Gesamtkonzept haben und auch sehr gezielt Freiräume schaffen. Wenn wir diesen Wandel schaffen wollen, dann brauchen wir Innovation, wir brauchen Marktmechanismen, die dafür sorgen, dass dort gespart wird, wo es wirklich am besten möglich ist. Das weiß heute niemand, sondern es ist keine Planwirtschaft hier. Wir müssen einen klaren Rahmen setzen, die Menge ist vorgegeben und innerhalb dieses Rahmens muss Freiheit herrschen. Meine Sorge ist, dass wir jetzt diesen klaren Rahmen nicht schaffen, sondern ein Sammelsurium von Subventionsprogrammen, ne? Hier die Ölheizung, dann die Elektroautoquote, ist alles Quatsch. Alles so klein-klein sozusagen. Klein-klein, und das wirkt am Ende nicht, sondern wir brauchen den Gesamtrahmen. Wir müssen die Menge reduzieren. In dieser Menge bitte nicht die Leute erziehen. Das ist die Frage. Das hat FDP-Vorsitzende Lindner sagte auch, wir wollen nicht, dass die Bürger erzogen werden zu einem anderen Lebensstil. Franzi, was sagst du? Findest du, dass wir mit diesem Lebensstil so weitermachen können? Oder fändest du es gut, wenn die Politik auch sagen würde, ja, ich möchte, dass die Bürger ja auf eine bestimmte Art sich verhalten, also sie sozusagen erzieht? Ich finde, es ist doch, eigentlich sollte es jedem klar sein, dass wir nicht so weitermachen können, dass wir eben an dieser Schwelle sind, dass wir eine bestimmte Zeit überschritten haben und jetzt wirklich radikale Maßnahmen brauchen. Und diese radikalen Maßnahmen müssen von der Politik natürlich vorgegeben werden. Da muss jeder anfangen, seinen eigenen Lebensstil zu ändern, natürlich. Aber darf das jeder selber entscheiden oder sollte die Politik das vorgeben? Ich finde, die Politik sollte da Anreize schaffen und es vor allem leichter machen, irgendwie sozial verträglich, leichter und auch dann zum Teil wirklich vorgeben und Regeln machen. Zum Beispiel solche Sachen wie eine CO2-Steuer und so weiter. Das sind einfach Sachen, die man braucht. Und also sonst kommen wir nicht von diesem CO2-Budget runter. Und sonst können wir, ehrlich gesagt, unsere Welt halt nicht retten. Also ich glaube, wir brauchen schon mehrere Instrumente. Also es reicht nicht, einfach zu sagen, dann machen wir so einen Emissionshandel und dann wird alles gut. Also ich habe schon Bedenken bei dem Emissionshandel. Theoretisch ist das ein super Instrument. Und das haben wir auch alle gedacht und haben wir auch auf die EU-Ebene eingeführt für einen bestimmten Bereich der Wirtschaft. Aber es ist schon auch ein Bürokratiemonster. Und es braucht lange, bis es wirklich wirkt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Zeit noch haben. Deshalb glaube ich, ist es sinnvoller, dass man wirklich dem CO2 einen Preis gibt. Und vor allen Dingen müssen wir den Menschen mehr Planungssicherheit geben. So, dazu gehört auch Ordnungsrecht. Wenn wir zum Beispiel sagen, in Zukunft werden keine Ölheizungen mehr gefördert, wäre schon mal ein Schritt. Jetzt werden ja Ölheizungen noch gefördert. Wenn wir sagen, ab dem und dem Jahr dürfen keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden, dann können die Leute planen. Und das ist auch richtig. Dann so eine Ölheizung, oder Kohle gibt es ja zum Glück nicht mehr so viele, die läuft ja auch 20, 30 Jahre. So, das heißt, dann hätten wir ja gar nicht mehr die Möglichkeit, dass sie laufen darf. Das heißt, wenn wir den Leuten jetzt sagen, investiert nicht in die falschen Heizungen, dann ist das eben auch ein Vorschlag, der nicht jemandem eine Freiheit nimmt, sondern am Ende ihm sogar eine Fehlinvestition erspart. Würden Sie das denn das noch auch akzeptieren, Herr Fuß, oder sagen Sie, das ist auch schon eine Freiheitseinschränkung, wenn ich sage, Ölheizungen darf nicht mehr gekauft werden, jetzt in Zukunft nur noch eher Autos, ist das eine Es ist nicht nur eine Freiheitseinschränkung, sondern wir schaffen das so nicht kostengünstig. Ich glaube, wir brauchen schon, ich würde zustimmen, wir brauchen nicht nur ein Instrument. Wir kriegen das auch nicht hin, von heute auf morgen diesen Emissionshandel zu installieren, aus den Gründen, die Sie nennen. Das ist ein weiter Weg, das hat auch mit europäischem Recht zu tun. Aber man sollte sich schon darauf konzentrieren, dass man, wenn man einmal diesen CO2-Preis hat, vielleicht durch eine Kombination von Steuern und Emissionshandel, man braucht sowieso langfristig einen Mindest- und wohl auch einen Höchstpreis dabei, dann sollte man jetzt nicht wieder darin herumfuschen und in einzelnen Sektoren jetzt diese Preise verändern. Dafür hat man ja den einheitlichen Preis eingeführt. Was wir brauchen, sind komplementäre Investitionen, die nicht verzerren. Zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr muss besser werden, damit die Leute nicht so sehr aufs Auto angewiesen sind. Das entschärft dann diese Fragen, kann ich noch pendeln? Aber es ist also nicht gesund, wenn wir zum Beispiel CO2-Handel mit einer Elektroquote kombinieren. Das funktioniert nicht, das klappt nicht. Das ist auch nicht nötig, denn die Menge ist festgelegt. Und wenn Sie jetzt da noch eine Elektroquote draufsetzen, dann verzerren Sie nur den Markt, es wird alles teurer. Wir sollten uns vorrangig darauf konzentrieren, wirklich diesen CO2-Preis hinzukriegen. Aber wenn der Emissionshandel so lange dauert, bis das funktioniert, dann müssen wir doch jetzt was anderes haben. Wir müssen doch dann, da muss doch jetzt eine Steuer in den Sektoren, die nicht drin sind. Also dass wir wirklich einen einheitlichen Preis, also einen möglichst ähnlichen Preis schnell kriegen. Wir können auch sektorspezifischen Emissionshandel einführen. Da gibt es alle möglichen Instrumente. Das klingt ja alles sehr kompliziert, weil ich könnte es auch noch mal ein bisschen erklären. Also wer legt denn eigentlich den Preis fest und wie
kann man das so sagen, der Emissionshandel funktioniert ja europaweit. Geht das eigentlich, wenn wir das national beschließen? Das geht im ETS nicht ohne weiteres. Ja. Wir können aber in den Sektoren, die nicht drin sind, die sind ja unser Hauptproblem, mhm. Gebäude, Verkehr, da könnten wir zum Beispiel anfangen mit einer Steuerlösung oder auch mit Emissionshandellösung sektorspezifisch. Mhm. Das geht. Na, da gibt es also unterschiedliche Instrumente und man sollte so anstreben, dass eben eine CO2-Emission gleich, eine Tonne CO2-Emission gleich teuer ist. Im Bereich Gebäude, im Bereich Verkehr und dann sorgen die Marktkräfte dafür, dass eben effizient vermieden wird. Das Gute am Emissionshandel ist halt, dass es das einzige Instrument ist, was wirklich sicherstellt, dass die Mengen eingehalten werden. Das schaffen sie mit einer Steuer nicht. Mhm. Und dann sagen die Leute, ich will aber Auto fahren und dann wird es Geld ausgegeben. Nur mit dem Emissionshandel werden die Mengen eingehalten. Ist noch nicht hinreichend. Aber es dauert halt einfach zu lange. Frau Kinder, wie wichtig ist es, dass es jetzt sozusagen auch eine Art, ja, ein Symbol gibt, irgendetwas, also wenn morgen die Regierung da steht und das Klimakabinett diese Maßnahmen, die wollen sie ja dann verkünden, die ersten zumindest. Also wie wichtig ist das, dass man sagt, da ist jetzt irgendwie eine Maßnahme, die wir auch als Gesellschaft merken? Gäbe es da etwas? Ich rechne nicht in Maßnahmen, die man merkt oder nicht merkt. Ich rechne mit einer Wirksamkeit und glaube auch deswegen, dass der wirtschaftspolitische, die Rahmenordnung von einem Emissionsrechtehandel am wirksamsten ist. Weil da kann man eben garantiert davon ausgehen, dass diese Menge nicht überschritten wird. Bei einer Steuer, die wir festlegen und die dadurch auch einem politischen Aktivismus vielleicht irgendwie zum Opfer wird und man dann immer weiter schraubt und da auch keine Verlässlichkeit da ist, da können eben gerade in Automobil-Deutschland die Leute, die sich's leisten können, sagen, da fahre ich eben lieber gerne und zahle halt mehr. Und dann, finde ich, wird es auch zu einer sozialen Frage, die in einem sowieso schon extrem polarisierten Land einfach nicht zuträglich ist. Aber machen Sie sich Sorgen um die Autoindustrie da? Ich finde natürlich, dass die Automobilindustrie bis heute immer noch eine Schlüsselindustrie ist und man nicht über sie einfach hinweggehen darf. Ich glaube aber eben schon, dass, und da bin ich ja in meinem Unternehmertum auch unterwegs, dass man mit Innovationsfreude und auch und eben auch mit einem Motor, der aber vielleicht eben auf Biokraftstoffe oder synthetische Kraftstoffe reagiert, dass man da ganz neue Innovationsfelder erobern kann und die eben auch exportieren kann. Aber und wenn ich höre, wir haben noch 9 Jahre Zeit, dann klingt das alles so, dass das mal irgendwann kommt. Das klingt jetzt nicht so, Franz, ich weiß nicht, wie du es empfindest. Also ginge das jetzt schnell, das, was ihr ja immer wollt? Wie ist dein Eindruck? Was ich persönlich schwierig finde, ist, dass ich von Ihnen beiden vermehrt dazu höre, ja, wir wollen Klimaschutz und dann gehen Sie immer weiter so runter, so, wir wollen Klimaschutz, aber wir wollen Emissionshandel, wir wollen Klimaschutz, aber das und das, wir wollen Klimaschutz, aber das und das. So, sorry, aber wir stehen jetzt gerade in dieser Krise und ich weiß nicht, wie Sie es erreichen wollen, wenn Sie jetzt auf einen Emissionshandel eingehen, für dessen Prinzip irgendwie die CDU 4-5 Jahre für die Installation allein braucht. Und dann verstehe ich nicht, wie Sie als Mitglied der CDU das mittragen können, wenn Sie sagen, wir wollen Klimaschutz. Und dann sind das zwei gegensätzliche Faktoren, die sich nicht miteinander verbinden lassen und dann braucht man jetzt andere konkrete Maßnahmen. Und dann verstehe ich persönlich nicht, wie Sie das verteidigen können. Dann stellt sich mir persönlich manchmal die Frage, entweder Sie haben die Dringlichkeit der Lage vielleicht nicht gecheckt oder zum Teil habe ich fast schon das Gefühl, dass es Ihnen egal ist. Sie sind nicht die Ersten, die diese Klimakrise betritt. Das sind die Leute, wo irgendwie Städte nah am Wasser liegen. Das sind die Leute, die jetzt schon unter Überschwemmungen und so weiter leiden. Und dann sind Sie nicht die Ersten und dadurch haben wir Glück, aber ich bekomme es nicht in meinen Kopf rein. Das ist ein harter Vorwurf, dass Sie behaupten, das wäre uns egal, weil wissen Sie das? Wie kommen Sie dazu? Ich komme dazu, dass Sie sagen, Klimaschutz ist uns wichtig, aber Sie blockieren effektiv. Nein, es geht darum, das umzusetzen. Es geht nicht so schnell und es ist super schwierig in Deutschland und bla bla bla. Und dann kommen Sie wieder rein in dieses Klein-Klein. Man braucht Maßnahmen, die eben wirksam sind. Man braucht Maßnahmen, die wirksam sind. Aber die auch schnell sind. Und ich habe aber das Gefühl, dass man eben die Maßnahmen berechnen muss, welche Wirksamkeit haben sie. Und viele Maßnahmen sind im Umlauf, die aktionistisch sind, die einen Symbolcharakter haben, die aber in der Menge wenig leisten. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ein ordnungspolitischer Rahmen eine gesamte Industriegesellschaft am effizientesten ans Ziel bringt und da eben eine festgelegte Menge nicht überschreitet. Und genau da finde ich die Radikalität angebracht, weil die Menge nicht überschritten wird. Das kann man mit einer Steuer nicht garantieren. 4 bis 5 Jahre dauert, bis diese Emissionshandel ist, dann wirkt das jetzt nicht radikal. Dann sollte man so schnell wie möglich jetzt anfangen und eben bis dahin. Wir können jetzt ganz sicher nicht 4 bis 5 Jahre warten und also nichts tun. Also weil, ich sag mal, in den 12 Jahren, in denen ich im Bundestag war, da habe ich von der CDU mit der SPD damals zusammen im Jahre 2008, da wurde umgesetzt vom Kabinett
ein Integrations-, Energie- und Klimakonzept, um die 40% CO2-Reduktion bis 2020 zu erreichen. So, dann ist von 2009 bis 2017 null CO2 reduziert worden. Ja? Man hat ein tolles Programm umgesetzt. Viele der Maßnahmen, die damals da drin standen, sehe ich heute wieder. So, und dann, also wenn, ich habe den Eindruck, dass dieser Emissionshandel ist ein Verschiebebahnhof. Lass uns jetzt erstmal über die Bundestagswahl kommen und wir zeigen doch auch, dass wir ganz viele Fördermaßnahmen machen. Alle diese Fördermaßnahmen waren damals schon drin. Sie haben nicht gewirkt. Und deshalb glaube ich, dass man, also sagen wir mal, ich finde das auch wirklich ein bisschen verrückt, wenn jetzt von der CDU gesagt wird, ja, wir wollen auf der einen Seite wollen wir eine Bepreisung, also der Sprit muss teurer werden, auf der anderen Seite wollen wir aber über die Pendlerpauschale oder so den Pendlern das wieder ausgleichen. Sodass die Pendler also ihr Verhalten nicht ändern müssen. Haben wir wirklich die Umwelt- und Klimasubventionen sind in den letzten 15 Jahren noch mal um 10 Milliarden gestiegen. Die sind jetzt bei 55 Milliarden Euro. Ja? Ganz viele dieser Subventionen müssen wir überlegen, dass wir sie nicht von heute auf morgen, damit die Leute planen können, aber damit wir sie sukzessive auch zum Teil abbauen. Wir haben zum Beispiel ein Dienstwagenprivileg, was dazu führt, dass besonders große Autos 80% der Oberklasse unterliegen diesem Dienstwagenprivileg, also 80% der Neukauf der Wagen läuft unter Dienstwagenprivileg, zahlt jeder Steuerzahler mit, ja, so, und da werden vor allen Dingen dicke Schlitten gekauft, Oberklasse. Das wiederum führt natürlich dazu, dass in kürzester Zeit danach der Gebrauchtwagenmarkt auch mit diesen Autos voll ist. So, das heißt, man hat eine Struktur durch eine Subvention, die 4,6 Milliarden ausmacht im Jahr, eine Struktur, die falsch ist. So, und alle diese Subventionen, die falsch sind, die also klimaschädlich sind, die muss man sich zumindest anschauen. Da muss man versuchen, was zu ändern für die Leute mit Planungssicherheit. Alles in Ordnung, damit sie sich einstellen können. Aber das wäre schon viel gemacht und nicht noch weitere Subventionen wieder drauf. Das passt ja zu dem, was ich sage, dass wir eine ordnungspolitische Rahmenbedingung brauchen. Und in der sozialen Marktwirtschaft passt es auch nicht, dass diese emissionsreichen Träger subventioniert werden. Da bin ich bei Ihnen. Aber wenn man das abgebaut hat, finde ich, reicht es eben immer noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass man darüber die Umweltkosten, die eigentlich externalisiert wurden bisher, eben mit in die Geschäftsmodelle reinnimmt, durch zum Beispiel einen Emissionshandel oder kurzfristig eben eine CO2-Steuer. Ja, haben Sie den Eindruck, dass Ihre Partei im Moment auch so besonders um diesem Thema sich beschäftigt und so darauf, weil die Grünen so erfolgreich sind und weil man eventuell, man merkt das ja auch bei der Wandlung von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, der sehr grüne Ideen auf einmal hat, dass das so etwas, so ein bisschen Angst ist, dass die Grünen zu erfolgreich da sind? Also ich finde, theoretischerweise steht es in unseren Grundwerten über die Bewahrung der Schöpfung und das Konzept der sozialen Marktwirtschaft drin. Ich registriere natürlich, dass es nach den Europawahlen besonderes Interesse an dem Thema gibt. Und das finde ich auch legitim, wenn eine Partei ist dazu da, auf Bewegungen in der Gesellschaft zu achten und merkt, da kommt ein besonderes Mandat für den Umbau unserer Industriegesellschaft, weil das Thema extrem wichtig ist. Und dass eine Partei darauf eingeht, ist richtig. Die Frage ist halt, ob das irgendwie in unserer Mediengesellschaft aktionistisch ist und mit Symbolwirkung oder ob es da wirklich die richtigen Vehikel trifft, damit es wirksame Maßnahmen werden. Wie glaubwürdig ist es für dich? Oder sind da alle Parteien gleich? Oder? An sich haben, glaube ich, inzwischen alle Parteien ein bisschen gecheckt, dass wir an diesem Wendepunkt stehen. Und ich meine, es ist, glaube ich, nicht mehr zu übersehen, dass wir da jeden Freitag zu Tausenden stehen und jeden Freitag für unsere Zukunft demonstrieren. Und dann, finde ich, ist es nicht eine Frage von irgendwie, wie viele Leute stehen da, sondern es ist eine Frage irgendwie von politischem Verständnis und politischen einfach Maßnahmen machen, von wegen, dass wir jetzt aus dieser Krise rauskommen müssen oder die zumindest verlangsamen. Und dann finde ich es persönlich schade, dass wir da jeden Freitag stehen müssten, weil aber ich finde, Aufmerksamkeit, über zu wenig Aufmerksamkeit könnt ihr euch ja nicht mehr beklagen. Also ich glaube, wenn ihr Samstag demonstrieren würdet, meinst du, ihr hättet im Ernst weniger Aufmerksamkeit? Ich glaube inzwischen nicht mehr, weil wir inzwischen vor allem auf diese Alle fürs Klima reingehen, weil wir irgendwie alle Generationen inzwischen aufrufen zum Streik. Ich meine, vorher waren es Jugendliche und an sich, ich kann nicht wählen. Theoretisch müsste ich für die CDU nicht interessant sein, weil ich wähle keine andere Partei, aber ich wähle auch nicht die CDU. Nicht nur für die CDU nicht, sondern für gar keine andere. Ja. Sorry.
Und ich glaube, jetzt dadurch, dass wir halt wirklich prinzipiell auch deren Wähler ansprechen, sind wir interessanter geworden für die Parteien. Und das finde ich persönlich super schade, weil irgendwie sie greifen nicht dieses Thema auf wegen dem Thema, sondern sie greifen dieses Thema auf wegen uns. Und das ist allein der falsche Ansatz. Mhm, aber ihr habt doch schon, aber ist doch erstmal positiv, dass ihr so viel erreicht habt. Ja. Herr Fuß, in welche Richtung, wo sagen Sie, müsste die Wirtschaft und die Industrie, wo müssten die ihre sozusagen ihre Pflichten erfüllen. Wenn man sagt, die Politik ist in vielen Punkten zu langsam. Es gibt Firmen, die machen das. Sie haben sehr viel umgestellt. Aber gibt es da Punkte, wo Sie sagen, ja, da muss man einfach noch viel mehr tun? Und machen die das auch nur mit Anreizen? Oder gibt es auch genug Selbstverpflichtet? Also wir brauchen einen klaren Rahmen. Man kann nicht von der einzelnen Firma erwarten, dass sie sich da stark umstellt, sondern weil es ja einen Wettbewerb gibt. Ja, es gibt einen Wettbewerb. Ne? Wenn die einzelne Firma jetzt also Dinge macht, die nicht nachgefragt werden, Elektroautos baut, die zu teuer sind, die keiner kauft, dann wird das nichts. Wenn aber Benzin teurer wird, ne, dann lohnt sich irgendwann Elektroautos. Also es muss einen gemeinsamen Rahmen geben. Und für die Wirtschaft ist es vor allem wichtig, dass das Ganze verlässlich ist. Und deshalb ist es richtig, wir müssen jetzt anfangen und einen vernünftigen Preispfad hinbekommen. Ne, ob das jetzt mit Steuern geht oder mit Zertifikaten, ist letztlich sekundär. Man muss nur die Menge einhalten. Das kann man eben allein mit Steuern nicht. Ne, deshalb sind die Zertifikate nochmal, wenn man Klimaschutz will, kommt man an diesem Instrument nicht vorbei. Ist ganz simpel so. Und die Wirtschaft stellt sich auch sofort darauf ein. Und umso besser, je mehr innerhalb dieses Rahmens Freiheiten bleiben. Der Fehler, den wir gemacht haben, zum Beispiel, warum ist diese ganze Energiewende gescheitert in Deutschland? Wir haben ja mehr als jedes andere Land ausgegeben für erneuerbare Energien und es hat nichts gebracht, weil man das eben nicht beachtet hat. Es hat kein Gesamtkonzept gegeben, es hat keinen Rahmen gegeben, man hat viel Geld da reingesteckt, einen Optimismus entfaltet. Also bei dem Verkehrssektor hat es überhaupt nicht funktioniert. Genau, und das Schlimme ist ja, und die Gefahr sehe ich jetzt wieder, wir haben ja sehr stark das Nichtverschmutzen subventioniert, statt das Verschmutzen zu belasten und zu besteuern. Also wir müssen diesmal darauf achten, dass das im Vordergrund steht. Wir müssen die CO2-Emissionen belasten. Wie gesagt, ob durch Steuer oder durch Zertifikatehandel ist sekundär. Das haben wir ja schon auch teilweise getan. Es gibt ja den Emissionshandel. Der funktioniert aber nicht, weil er keinen Mindestpreis hat. Ne, deshalb klappt ein reiner Emissionshandel nicht, sondern man braucht einen Mindestpreis. Im Zeitablauf schwankt die Konjunktur, ne, die Emissionen schwanken und deshalb schwanken diese Zertifikatepreise zu stark. Und deshalb muss man da einen Korridor setzen. Man braucht vor allem Mindestpreis. Und das ist etwas Ähnliches wie eine Steuer. Diesen Weg müssen wir gehen und dann stellt sich die Wirtschaft sofort darauf ein. Ich sehe heute die größeren Probleme bei den Haushalten. Das klingt also immer so, dass die Wirtschaft nur reagiert und nicht selber agiert. So klingt das jetzt bei Ihnen. Die agieren sofort, aber sehen Sie mal, wenn Sie nicht wissen, wenn ich ein Kraftwerk baue, das sauber ist, kann ich den Strom in Zukunft verkaufen oder nicht? Die Politik hat so viel Unsicherheit geschaffen, kein Mensch weiß, wie die Rahmenbedingungen sind und dann investiert die Industrie nicht. Sobald klar ist, es lohnt sich, in klimaschonende Technologien zu investieren, dann wird selbstverständlich sofort investiert. Aber das lohnt sich doch eigentlich schon seit vielen Jahren, weil wir alle wissen ja die Voraussagen, oder Frau Höhn? Also, warum braucht man da diese klaren Anreize? Also der erste Punkt ist, ich gebe Ihnen recht, dass die Politik Rahmenbedingungen setzen muss. Und Planungssicherheit auch. Das braucht nämlich natürlich eine Wirtschaft. Weil wenn sie investieren will, investiert sie auch über längere Zeit, da braucht sie Planungssicherheit, das stimmt. Aber wo ich Ihnen nicht recht gebe, ist, dass die Energiewende vollkommen schiefgelaufen ist. Die gebe ich Ihnen überhaupt nicht recht, weil wir haben hier in Deutschland eine Technologie entwickelt. Wir haben viele Fehler dabei gemacht. Insbesondere sind die Fehler gemacht worden, dass zum Beispiel der gesamte Solarmarkt hier verschwunden ist. Ja, das war unter FDP-Wirtschaftsminister Rösler. 70.000 Arbeitsplätze sind hier weggefallen. Ja, also deshalb sind da schwere Fehler gemacht worden. Darf ich mal bitte ausreden? Ich habe Sie eben auch ausreden lassen, darf ich mal bitte ausreden. Deshalb sind da schwere Fehler gemacht worden. Aber ich muss sagen, das, was wir erreicht haben mit der Energiewende, dass die Photovoltaik jetzt so kostengünstig ist, auch weltweit, das hat diese Welt, auch Deutschland zu verdanken, mit der Energiewende. Und das ist im Prinzip das größte Geschenk, was wir der Welt machen konnten, weil wir mit dieser Photovoltaik, mit diesen kostengünstigen Preisen jetzt auf der Welt eine Möglichkeit haben, eine Alternative für Kohle anzubieten. Also jetzt wird stärker investiert in erneuerbare Energien, in Solar, in Wind. Das ist damit die Möglichkeit,
diese Klimakrise zu überwinden, weil wir Photovoltaik und Windkraft unter diesem Preissegment zur Verfügung haben. Ja, trotzdem gibt es ja immer mehr Widerstand auch gegen Windkraft. Das ist ja auch nicht einfach, weil viele Bürger sagen, das wollen wir dann auch nicht gerne haben. Franzi, ihr seid ja inzwischen international mit Fridays for Future. Und Greta Thunberg segelt nach Amerika. In Amerika ist sie gar nicht so bekannt wie hier. Ist Deutschland so wichtig als so ein Vorreiter? Wie seht ihr das? Die Bewegung kam natürlich aus Schweden durch die Greta, ja. Aber... Ich glaube, also wir haben in Deutschland so die Bewegung übernommen und ich meine, inzwischen sind wir europäisch super stark. Wir demonstrieren morgen, ich glaube, in über 3000 Städten, in über 3000 verschiedenen Orten wird weltweit demonstriert, auf allen Kontinenten. Mhm. Und ich glaube, Deutschland sieht sich gerne in dieser Vorreiterrolle. Ich glaube nur, dass Deutschland sie langsam nicht mehr verdient hat, weil wir effektiven Klimaschutz irgendwie deutschlandweit blockieren durch unsere Regierung, durch die Union vor allem. Und weil wir dann effektiven Klimaschutz auch auf europäischer Ebene nicht vorantreiben. Und dann können wir diesen Job der Vorreiterrolle nicht mehr entgegennehmen, wenn wir nicht irgendwie dem Pariser Klimaabkommen gerecht werden, wenn wir nicht irgendwie diese Climate Justice, wie wir es quasi immer fordern, also diese Klimagerechtigkeit wirklich leben lassen, dadurch, dass wir halt früher mit unseren Emissionen auf Null kommen müssen als andere Länder, weil wir eben in dieser Vorreiterrolle sind, die wir irgendwie inzwischen nicht mehr haben. Deutschland ist 1% der Weltbevölkerung, aber ist für 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Frau Kinnert, was würden Sie sich da wünschen? Wo könnte denn Deutschland wieder Vorreiter werden? Da kriegen wir morgen ein Paket, wo man sagt, ja, jetzt gucken alle wieder nach Deutschland? Ich finde interessant, dass Sie den Fakt genannt haben, dass Deutschland eben nur für 2% weltweit verantwortlich ist. Und finde den Fakt nicht deswegen uninteressant, weil wir natürlich die 2% einhalten müssen. Wir müssen uns auch einer historischen Verantwortung bewusst sein, weil wir im letzten Jahrhundert einfach so viel mehr ausgepustet haben als alle anderen. Und glaube aber deswegen, dass die größte Chance, auf die 98 anderen Prozent Einfluss auszuüben, nicht unbedingt nur im politischen Rahmen über Abkommen liegt oder über ein diplomatisches Agenda-Setting, sondern gerade über offene Märkte. Deutschland ist Exportweltmeister im Bereich Recyclingtechnologien. Die Recyclingquote innerhalb der Europäischen Union liegt nur bei 30%. Und das haben Sie mit Photovoltaik gesagt. Wenn wir Innovationen in Deutschland irgendwie haben und die exportfähig sind, dann ist es gut für die Deutschland, ist es gut für die Wirtschaft bei uns zu Hause. Und dann hat es einen großen Einladungseffekt in die 98% der anderen. Aber jetzt lenken Sie doch wieder ab. Jetzt sagen Sie, ja, diese 2%, aber die 98% der anderen. Deswegen sage ich, die 2% sind unsere Mindestaufgabe. Da gebe ich Ihnen total recht. Ja, ich finde, die müssen wir einhalten. Schnell erreichen. Aber das macht Ihre Partei nicht. Aber ich glaube, das glaube ich schon, dass wir das versuchen. Aber wir versuchen, verschiedene Prinzipien damit in Einklang zu bringen. Und glaube aber schon, wenn wir eben mit einem globalen Phänomen beauftragt sind, dann reichen eben nur 2% nicht. Und da finde ich eben interessant, auf dem afrikanischen Kontinent, aber eben auch über Innovation und offene Märkte den Einfluss in andere Gebiete auszuüben. Aber wenn wir uns doch alle so übereinstimmen, dass wir unsere 2% einhalten müssen, dass wir jetzt effektiven Klimaschutz brauchen, warum hören wir dann die gleichen Ausreden, die es seit 15 Jahren von der Union gibt? Warum hören wir von Ihrer Partei dann solche Sachen wie Emissionshandel plus 4 Jahre? Warum kommen dann solche Sachen so Klimaschutz, ja, aber? Und dann verstehe ich nicht, wenn wir alle auf das gleiche Ziel aus sind, wenn wir alle das erreichen wollen, warum führen wir denn diese Debatte? Warum setzen wir uns nicht alle zusammen an den Tisch, überlegen die besten Maßnahmen zusammen mit Wissenschaftlern und erstellen effektive Maßnahmen, die diese Ziele erfüllen. Weil ich glaube, dass Hauptauftrag in einer demokratischen Politik ist, dass es auch divergierende Interessenlagen gibt und man die in der Gesellschaft aushandeln muss. Und dann gibt es Leute, die mehr betroffen sind als andere, dann gibt es den städtischen Raum, dann gibt es den ländlichen Raum, dann gibt es eine Industriegesellschaft, dann gibt es Traditionalisten und die muss man alle an einen Tisch bringen und das passiert ja jetzt gerade. Also ich würde vielleicht noch mal eins, weil Sie ja auf die globale Welt dann noch mal gekommen sind. Wir haben hier einen CO2-Ausstoß, je nachdem, ob man Methan noch dazu nimmt. Also ich nehme jetzt erstmal CO2 von ungefähr 10 Tonnen pro Person und Jahr. So, ich bin in Afrika in Ländern unterwegs, die haben einen CO2-Ausstoß von 0,05 Tonnen pro Person und Jahr. So, und wenn ich denen jetzt erzähle, baut kein Kohlekraftwerk, dann sagen sie, hallo, wo kommst du eigentlich her? Du kommst aus Deutschland, ihr wollt eure Kohlekraftwerke noch 20 Jahre laufen lassen. Wir haben also einen CO2-Ausstoß, haben Sie ja zu Recht auch darauf hingewiesen, von der ganzen Geschichte her, ja, die ein tausendfach so hoch ist, ja, wie die Leute. Die haben aber die Nachteile, die haben halt die Dürren und die haben über die Überschwemmung, das sind Klimaflüchtlinge in der Regel. So, also das heißt, und das, was wir machen, dass wir hier
den Leuten zeigen, ein Industrieland kann hier aussteigen und kann das auch in der Zeit, die notwendig ist, schaffen. Ja? Das hat eine solche wichtige Funktion weltweit, die weit über das hinausgeht, was unser Anteil ist, den wir reduzieren müssen. Weil die Leute sagen, hallo, ihr wart mal Vorbild und was macht ihr eigentlich mit eurer Kohle? Ja, da kommt ihr überhaupt gar nicht drüber weg. So, also das heißt, wir müssen hier, was macht ihr mit euren Autos? Wo ist denn eure Rate? Ich meine, Sie haben gesagt, wir wollen ja keine Quote von Elektroautos. Aber wenn Sie sich zum Beispiel andere Länder anschauen, die haben auf diese Technologie, die ja auf jeden Fall zumindest, wenn wir, ich bin da auch technikoffen, aber zumindest in der jetzigen Situation ist es die Technologie, die wir anzubieten haben als Alternative, da sind die viel, viel weiter. Wir haben hier nicht vernünftige Ladestationen, nicht genug. Wir haben hier unsere Autokonzerne, die bieten zumindest nicht bezahlbare Elektroautos an, die sind schon sehr, sehr teuer. Ja, wenn, machen sie irgendwie Hybridautos, damit sie ihre dicken, fetten Autos weiter und ihre Gewinne da weitermachen können. Und da sehen wir plötzlich, dass in anderen Ländern, dass die viel weiter sind. Mhm. Und das werfen uns die Leute in anderen Ländern vor. Die sagen, Norwegen ist da weiter. Also andere Länder sind da weiter als wir. Wo hat Deutschland eine Chance verpasst, Herr Fuß, und an wem liegt's? Ich habe ja gerade gesagt, ich halte die Klimapolitik der letzten 20 Jahre für komplett verfehlt. Wir haben auch nicht die Solarenergie erfunden, das stimmt eben alles nicht. Ich halte sie für komplett verfehlt, wir haben sehr viel Geld ausgegeben, aber wir haben es eben nicht geschafft, einen glaubwürdigen Rahmen für Klimareduktion zu schaffen. Und selbstverständlich hat die Industrie darauf reagiert und gesagt, ja, dann ist es wohl nicht so ernst, dann müssen wir uns aber wohl nicht so... Aber Innovation liegt doch auch in der Wirtschaft. Hat auch die Wirtschaft da 20 Jahre gepennt? Die bewegt sich immer in einem Rahmen und Innovationen werden gelenkt durch den Rahmen. Und wenn der Rahmen so aussieht, dass sie denken, wir können hier mit Benzinautos rumfahren bis zum geht nicht mehr. Die Wirtschaft muss sich nur an der Politik orientieren. Die Politik gibt vor, wir müssen Klimaziele erreichen und sonst macht die Wirtschaft gar nichts. Sie müssen die Rahmenbedingungen setzen. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Unternehmen, die konkurrieren jetzt. Aber Sie wollen doch nicht, dass wir erzogen werden. Sie wollen doch nicht, dass die Bürger erzogen werden. Nein, ich will nicht, dass die Bürger erzogen werden, aber es gibt gewisse Rahmenbedingungen. Sehen Sie mal, Sie dürfen nicht in den Aldi gehen und was klauen. Sind wir uns einig? Das ist ein Verbot. Das ist aber keine Erziehung der Bürger, sondern das sind einfach Rahmenbedingungen in der Marktwirtschaft. Sie dürfen nichts klauen. Das ist eine klare Erziehung, eine klare Regel. Gut, dann nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber Sie sagen einfach, es ist verboten, sie werden bestraft, wenn sie klauen, fertig. Da brauchen sie keine langen... Aber da kommt doch andersrum ein Schuh draus. Was wir erlebt haben, ist, dass zum Beispiel auf EU-Ebene bestimmte CO2-Reduktionswerte festgelegt worden sind von allen, dass der deutschen Automobilindustrie das nicht gepasst hat und dass die Kanzlerin dann zur EU-Ebene gegangen ist und hat gesagt, das machen wir nicht mit und sie wurden geändert. Das heißt, da war die Bundesregierung, und wir sehen das ja auch mit dem Dieselskandal, die Bundesregierung war im Prinzip Erfüllungs Gehilfe der Automobilindustrie und hat eben diesen Rahmen, den sie hätte machen müssen und sagen müssen, pass mal auf, da ändert sich was. Mhm. Wenn wir unsere vielen Arbeitsplätze hier erhalten wollen, unsere Millionen Arbeitsplätze, müssen wir in eine andere Richtung gehen. Das hat sie überhaupt nicht gemacht. Ja? Genau. Und die SPD beteiligt, waren die Grünen, sie waren ja auch lange an der Regierung, sie waren beteiligt und die Union war beteiligt. Und die FDP, die waren alle beteiligt. Keiner hat es geschafft, einen wirksamen Rahmen zu setzen. Deshalb sage ich, die Klimapolitik der letzten 20 Jahre ist gescheitert. Und Fridays for Future hat völlig recht, zu sagen, jetzt muss sich hier etwas ändern. Aber das muss man dann so machen, dass es auch klappt. Nein, es geht nicht um Verantwortung abschieben, es geht darum, einen Rahmen zu setzen, der klar macht, unter diesen Bedingungen wird hier konkurriert. Sie haben es gesagt, Frau Höhn, ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Das muss verlässlich sein. Sonst passiert es, wissen Sie, sonst Predigen reichen würde, wäre ich ja dafür. Aber das erreichen Sie nicht. Sie müssen einen klaren Rahmen setzen. Der klare Rahmen, bald, dann, wann und immer. Und wir sagen jetzt und wir brauchen jetzt. Ja, wissen Sie, wir leben in einer Demokratie, da muss der Bundestag einen Vorschlag machen oder muss im Bundestag einen Vorschlag liegen, da muss die Regierung handeln, das dauert ein bisschen Zeit, das ist nun mal so. Wir wollen da keine Diktatur einrichten. Ja, aber die Regierung blockiert es ja effektiv, da ist die Regierung... Nein, da blockiert niemand, sondern es setzen sich doch jetzt wirklich viele zusammen, sehen Sie es doch mal positiv. Siehst du denn irgendetwas positiv daran, dass es jetzt ja, es gibt ein Klimakabinett, das gab es vorher auch nicht, dass verschiedene Minister da zusammensitzen, dass sie jetzt Sachpunkte erarbeiten und die auch schnell umsetzen möchten? Ist das nicht auch was Positives? Und das gehört doch eben, und das ist eben eine Demokratie, geht eben nicht so schnell. Es ist auf jeden Fall was Positives, dass jetzt die Leute zusammenkommen, dass quasi
entschieden wird, über welche Maßnahmen und welche Maßnahmen wir treffen und dass jetzt wirklich inhaltlich darüber debattiert wird. Allerdings ist es immer noch eine falsche Zielsetzung und da können wir nur noch predigen, es muss schneller gehen, es muss schneller gehen. Ja. Und vielleicht sind wir dann radikal, aber es ist das, was nötig ist und dann kann ich persönlich nicht verstehen, wie man nicht so radikal sein kann. Das zieht falsch, das verstehe ich nicht. Ja, weil wir laut Pariser Klimaabkommen haben wir uns dazu verpflichtet, 2050 klimaneutral zu sein, um bei diesen 1,5 oder 2 Grad zu bleiben. Und laut Pariser Klimaabkommen haben wir uns auch dazu verpflichtet, früher fertig zu sein als diese Länder, die irgendwie einen CO2-Ausstoß von 0,005 haben, weil wir da eine gewisse Verantwortung und diese Vorreiterrolle besitzen. Und dann sollten wir das auch einhalten, was zustimmig im Bundestag 2016 abgeschlossen wurde und beschlossen wurde. Und dann sehe ich die Regierung in der Verantwortung, das einzuhalten. Dann ist das nicht abwegig. Ich glaube, da besteht aber Konsens. Ja. Ne? Frau Kindert, nochmal, ich würde gerne nochmal, weil Sie sind ja auch Unternehmerin, gibt es Punkte, wo Sie sagen, da könnten, ja, wollen Sie Sachen in der Wirtschaft anschieben und wo Sie auch sagen, da muss auch die Wirtschaft ein bisschen mehr. Ich glaube natürlich, dass der erste Punkt ist, es gibt immer noch eine ganze Reihe an Subventionen auf emissionsreiche Modelle. Die müssen abgeschafft werden, damit es einfach eine faire Ebene gibt, damit auch saubere Produkte und grüne Unternehmen aufsteigen können. Und dann muss es wirtschaftspolitisch in einem Ordnungsrahmen implementiert sein, dass die Leute, die Umweltkosten verursachen, sie eben auch selber tragen. Und das bedeutet, dass man genau diese dreckigen Industrieunternehmen eben mit zur Verantwortung zieht. Dann glaube ich aber, dass bei all den jungen Leuten, mit denen ich jetzt gerade in so einer grünen Start-up-Welt zu tun habe, die brauchen Entbürokratisierung, die brauchen digitale Infrastruktur und die brauchen Planungssicherheit und eine Kostenwahrheit. Aber das alles dauert, genauso wie es dauert, um Bahnstrecken auszubauen, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Also irgendwo ein bisschen Geduld müsste dann doch da sein, Frau Höhn. Also die Frage ist doch, meint es diese Regierung ernst oder macht es nur, weil momentan auch durch Fridays for Future, in vielen Punkten auch deshalb, da plötzlich eine andere Stimmung da ist und insofern sie es tun muss. Ja, weil ich meine, die Klimakanzlerin, kann ich mich erinnern, 2007, 2008, als sie auch den Vorsitz hatte auf EU-Ebene und mit ihrem roten Anorak da stand, da hat die Bild-Zeitung ganz groß getitelt, jetzt tut sie das. Und danach ist ja nichts gekommen. So, und deshalb bin ich zumindest skeptisch. Also aber jetzt ganz positiv, weil dann will ich kontrollieren. Ja. Und deshalb finde ich auch die Idee eines Klimaschutzgesetzes richtig, weil die Ziele müssen immer überprüft werden. Genau. Man kann nicht einfach sagen, dann machen wir die Ziele und dann tut man 15 Jahre nichts, sondern man muss dann jedes Jahr überprüfen, sind wir auf dem Pfad, müssen wir nachschauen. Genau, und ja, das werden wir tun, aber jetzt nicht mehr in dieser Sendung, weil unsere Sendezeit ist vorbei und ich bin sicher, ihr mit eurer Bewegung werdet das auch genau im Auge behalten. Und morgen ist großer Streik. Wie viel erwartet ihr? Ist noch ganz, ganz viele. Okay. Alle kommen, das könnt ihr verändern. Ja. Ganz herzlichen Dank. Das war unsere Runde zum Klimaschutz. Im Kanzleramt tagt noch die Große Koalition, die Spitzen. Und wenn es da was Neues gibt, dann melden sich die Kollegen von dort natürlich. Und jetzt geht es weiter mit Phoenix der Tag und Michael Kolz. Bis dann. Tschüss.